So, willkommen zurück bei Let's Play Pokémon Kristall. Im letzten Part sind wir nach Azuria City gekommen. Mit einer Geschwindigkeit von über 550 km pro Stunde reist der Magnetzug in 0, nichts zwischen Kanto und Johto hin und her. Dadurch ist Johto ganz nah. Scheiß Streber. Okay. Ich kämpfe lieber mit Pokémon, die ich trainiert habe, auch wenn sie schwach sind, als mit Pokémon, die ich neu gefangen habe. Gut, schauen wir uns Azuria City an. Das Kraftwerk von Kanto? Es befindet sich am Ende von Route 9 auf der Straße südöstlich, östlich von hier. Es muss dort einen Störfall gegeben haben. Ja, da waren wir auch schon bereits. Mein Lamas und ich sind ein unschlagbares Team. Lamas, mach deine Konfusion vor! Ja! Wow, ich bin begeistert. Okay, ich gieße ein paar Schilder, lesen wir die mal durch. Azuria City, umgeben von einer mystischen blauen Aura. Hier ist ein Schild, wahrscheinlich für die Arena, das schauen wir uns später an. Ich bin ein großer Fan von der Arena-Leiterin Azuria City, der Name ist Misty. Okay, was anders ist als in der Game-Edition oder allgemein in der ersten Generation ist, dass hier ja ein Durchgang ist. In der ersten Generation konnte man nur durch ein Haus hier auf die andere Seite rüber. Und das Haus, das war hier oben ungefähr, hier beim Pokécenter rechts. Mein Mann ist glücklich mit dem Pokémon, die er im Tausch erhalten hat. So, was hast du denn bekommen? Ach, ich bin so glücklich! Okay, was hast du denn so bekommen? Zuba. Ach ja, in der ersten Generation kann man hier ein Rosane bekommen, wenn man dem Typen ein Quapuzzi gibt. Ach, was ich alles weiß, unglaublich. Gut, was ist hier? Sammelst du der Orden der Pokémon-Arenen von Kanto? Ja, das tue ich. Aber dein Kommentar ist irgendwie, ja, ich sag mal, sinnlos. Okay. Am Kap im Norden treffen sich viele Pärchen. Gerade Mädchen gehen dort gerne hin. Okay. Hier ist eine Nachricht. Stoppt die Kriminalität und macht aus dieser Stadt einen Ort, an dem man sicherer ist und gerne lebt. Ordnungsamt von Azuria City. Ach ja, übrigens, das Haus ist das hier, glaube ich. Allerdings sieht es in der ersten Generation anders aus. Viel breiter und nicht so hoch wie hier jetzt. Wir wurden von Räubern aufgehalten. Ich habe gehört, dass ein zwielichtiger Typ herumschleichen soll. Ich werde nicht stillhalten, wenn sich herausstellt, dass er ein Dieb ist. Na, wir sollten unsere Augen, aufhalten. Alles gut, gehen wir mal nach Süden. Hier ist eine Nachricht. Der Fahrradladen ist jetzt in Johto, in Ducati City. Boah, ja. Also wenn ich jetzt in Kanto leben würde und ich würde das lesen, dann wäre ich angepisst. Kann man da rein? Nein, abgeschlossen. Oh. So, hier ist der Pokémon-Markt. Du wurdest auf dem Weg zum Cup bei Azuria City... du wirst bei dem Cup von Azuria City viele Trainer treffen. Sie wollen herausfinden, welche Chance sie gegen andere Trainer haben. Gut, was hast du zu sagen? Misty ist wahrscheinlich die einzige, die die Trainer am Cup bei Azuria City besiegen kann. Ach was, ich bin ja der Champion von Johto, ich schaff das auch. Gut, ich glaube, jetzt haben wir soweit alles erkundet, bis auf den Norden vielleicht noch, sollten wir uns auch noch anschauen. Ja, hier geht's übrigens zum Mondberg, zum Mondberg. Da können wir allerdings noch nicht hin, weil wir nicht da hoch können. Aber hier tauchen wilde Pokémon auf. Wie zum Beispiel dieses Rattan. Das taucht in der roten Edition hier auch auf.
Nicht aber in der gelben und in der blauen, glaube ich. Sondern nur in der roten. Ja, genau. Allerdings sind die in der gelben Edition und in der... ja, die Pokémon sind hier in der ersten Generation viel stärker als hier. Hier haben sie nur Level 5 bis 10. In der Game haben sie 9 bis 12, glaube ich. Warum bin ich jetzt hier reingegangen? Hier waren wir doch schon. Am Cup im Norden treffen sich viele Pärchen. Achso, den haben wir schon angesprochen. Okay. Dann hier kann man... was machen mit einem Detektor? Hier soll es mal eine Höhle gegeben haben, in der mächtige und grässliche Pokémon gehaust haben. Ach ja, mein Detektor schlägt aus. Hier muss irgendwo ein Item, glaube ich, sein. Moment, ich mache mal kurz Pause. Okay, hier bin ich wieder. Ich würde sagen, wir gehen jetzt nach Norden über die Nugget-Brücke. Kappa Azura City voraus. Ich nenne sie Nugget-Brücke. Kap von Azuria klingt irgendwie komisch. Gut, wir sind auf Route 25. Hier gibt es in der Game Edition einen Trainer, hier wo wir ungefähr jetzt sind. Schauen wir mal nach, wo es hier lang geht. Ja, hier kommt man zur Azuria-Höhle hin. Genau hier müssten die ungefähr sein. Aber die gibt es hier in dieser Generation nicht. Aber die Azuria-Höhle gibt es im Remake, also in Soul Silver und in Hearthgold, was ich persönlich sehr cool finde. Ein Goldini, Level 7. Okay, dann ja, schauen wir mal nach, wo es östlich weitergeht. Hier kann man einen Glumanda finden in der ersten Generation, in der gelben Edition. Hier, genau, da ist, steht da so ein Typ. Der gibt euch einen Glumanda. Und wir haben einen Trank gefunden. So, hier sind ein paar Trainer. Besiege alle 6 Trainer und du erhältst einen wunderbaren Preis. Glaubst du, du hast das Zeug dazu? Aber sicher doch. Los geht's. Schuljunge, oh Gott. Mit nur einem Pokémon. Mit deinem Mirapla, ist das nicht süß? Da kriege ich ja richtig Angst. Oh, das möchte ich gar nicht töten, weil es mir so leid tut. Nein, natürlich nicht. Alpollo! Okay, Alpollo. Ich warne dich nur ein einziges Mal. Danke. So, und jetzt greifen wir an mit Traumfresser. So, es wird ein One-Hit-Kill. Ja, klar. Hätte mich gewundert, wenn nicht. Gut. Mirapla hat mir besiegt, auch diesen Trainer. Wow, gut gemacht. Denkst du, ich wäre sein Anfänger? Ich bin Nummer 2. Jetzt wird es ernst. In der ersten Generation gibt es auch solche Trainer, wo man gegen die man kämpfen muss. Allerdings sind die auf der Brücke und nicht hier. So, Verena, was hast du denn? Oh, Knuddeluff! Die Entwicklung von meinem Lieblings-Pokémon. Oh. Okay, Hypnose. Schlaf schön, Knuddeluff. Während wir dir deine Träume aussaugen. Boah. Was, ein One-Hit-Kill? Geil, das war ein One-Hit-Kill. Krasser Scheiß. Und Granbull, die Entwicklung aus Nubbel, sind wir auch noch nicht begegnet. Da nehme ich mal. Ich nehme mal Gardos. Mann, jetzt riskierst du aber eine große Fresse. Oh Mann. Okay, Regentanz. Ich glaube, Granbull ist ein zähes Pokémon, deswegen verstecke ich mal die Stärke von Surfer. Keine Paralyse! Danke!
Also gut, dann setze ich jetzt eine Antibarbäre ein, die wir gefunden haben, auf der Route von Safron City nach Lavandir. Okay, und jetzt Garados, ja, greif an mit Surfer. Boah, One-Hit-Kill. Nice. So, Verena hätten wir erledigt. Wie konnte ich nur verlieren? Ganz einfach. You suck. So. Der nächste Trainer. Das... Ich bin Nummer 3. Das wird nicht leicht. Ach was. Ich glaube schon. Okay, Konrad. Was hast du denn? Hallo, Tangela. Okay, machen wir es kurz und schmerzlos. Ich benutze wieder einen Traumfresser. Hey, Alpollo hat getroffen mit Hypnose. Nicht schlecht. Du wirst es nicht einmal merken. Du kriegst einfach nur Albträume. Mehr ist es auch nicht. Nice. Gut, dann das nächste... Die Entwicklung aus Evoli, wenn man ihnen einen Wasserstein gibt, Aquana. Da setze ich Tonopto ein. So, jetzt werdet ihr euch fragen, was? Feuer gegen Wasser, ist der bescheuert? Ganz einfach, unser ist kein Donnerschlag, falls ihr es vergessen habt. One-Hit-Kill, glaube ich. Ja. Auch der One-Hit hier. Und Tornado erreicht Level 48. Gar nicht mal so schlecht. Oh, vermöbelt. Ja, das würdest du. Gut, hier geht's noch weiter. Hier sind sogar zwei Trainer. Der vierte? Bist du müde? Auch ob ich müde bin? Ja, ein bisschen. Also ich habe heute echt nicht so viel geschlafen. Aber trotzdem, ich bin wach. Müde bin ich allerdings nicht. Ja, doch ein bisschen. Gebe ich zu. Okay, du, Flo. Ich würde sagen, Hypnose. Und du triffst erneut. Sehr gut, Alpollo. Alpollo hat gelernt, mir zu vertrauen. Gemeinsam werden wir jetzt jedes Pokémon Albträume verpassen. So, wieder Erfahrungspunkte für Alpollo. Das nächste Pokémon, Tauboga. Oh, lange nicht mehr gesehen. Gut, da würde ich sagen, ja, wir müssen mit Traumfresser angreifen. Mit einer anderen Attacke können wir nicht angreifen. Denn Geisterattacken funktionieren nicht gegen normal Pokémon. Und wieder ein One-Hit-Kill. Im Prinzip sind sie eigentlich keine One-Hit-Kills. Ich meine, wir haben eine Hypnose noch eingesetzt. Und die Hypnose verpasst ihnen ja eigentlich auch einen Hit, wenn man es streng sieht, ja. Aber ist ja trotzdem One-Hit-Kill, weil es ein Angriff ist. So, gut, dass Blubella jetzt da ist, denn Blubella ist schwach gegen Psycho-Attacken, weil es ein Gift-Pokémon ist. Was, das ist überlebt? Oha. Jetzt bin ich überrascht. Na gut, dann würde ich sagen... Dark Ball. Ne, Shadow Ball heißt die Attacke auf Englisch, genau. So, Alpollo kurz vor Level 44. Auch ich habe verloren. Und der nächste, bitte. Okay, Nummer 5. Ich zermalme dich. Nicht. Die immer so übermütig sind, die Trainer? Naja. So, was hast du denn? Oh, ist das nicht süß? Der hat einen Nidoking. Oh, und macht einen auf Gangster. Yo, ich bin Gangster, ich hab Nidoking. Wobei Nidoking gar nicht so scheiße ist. Im Gegenteil, ich hatte Nidoking sehr häufig genommen, wo ich mal früher immer Gelb gespielt habe, also Pokémon Gelb. Da habe ich Nidoking auf der Route von Vertanen City zur Pokémon-Liga gefangen.
so ein paar Nidoran männlichs und die habe ich dann entwickelt. Dann habe ich es mit 16 einen Mondstein gegeben und dann hat es sofort Fruchtler, glaube ich, erlernt. Nach der Entwicklung, glaube ich. So genau weiß ich es jetzt nicht mehr, aber so ungefähr. Oh, zu stark. Gut, hier sind die letzten zwei. Ich bin der Letzte, aber ich sage dir, ich bin eine harte Nuss. Du bist eine Nuss? Du siehst aber aus wie eine Frau. Oder eine Göre in dem Fall. Paras, Level 29, genau. Oh mein Gott. Na, ich glaube, wir hätten auch Ghostball einsetzen können. Ich meine Shadowball. Shadowball. Na gut, dann machen wir es eben jetzt. Ja, ganz wie ich es gesagt habe. Shadowball hätte auch gereicht. So, das nächste. Die Entwicklung von Paras, Parasek. Das könnten wir nicht mit Shadowball killen. Aber ich greife es trotzdem an mit Shadowball. Ja. Oh, Pilzspore. Oh Gott. Hätte sie jetzt getroffen, wäre ich sehr frustriert. Okay, gut. Dieses Parasek hat dir gerade einen Schrecken eingejagt mit Pilzspore. Und noch ein Paras. Hurra. Paras, Paras, Parasek. So eine Trainerin findet man auch im Gelb Let's Play. Im Gelb Let's Play, ja. In der gelben Edition bei der Route. Vor der Azura-Höhle, da ist auch so eine Trainerin. Die hat auch Paras, Paras, Parasek. Du machst Witze. Nein, das ist stimmt. Kannst ja nachschauen. Gut, der nächste. Ich habe mit den sechs Trainern nichts zu tun. Ich habe hier auf dich gewartet, um dich zu besiegen, nachdem du nach vielen Kämpfen müde sein musst. Ah, sehr mutig von dir. Aber ich glaube, ich hätte noch gegen weitere sechs Trainer antreten können. Porygon. Porygon, Porygon. Oh, interesting. Okay, Hypnose. Und jetzt wieder dasselbe. Traumfresser. Porygon können wir nicht mit Spukball angreifen, weil es ein Normal-Pokémon ist. Daher diese Kombination jetzt. Aber ich glaube, sie hätte ich, selbst wenn es kein Normal-Pokémon wäre, trotzdem eingesetzt. Und tschüss, Porygon. Scheiß Streber. Bist du überhaupt nicht müde? Nein, überhaupt nicht. Noch einer. Du hast einen Kampf mehr bestritten, als du erwartet hast. Dennoch hast du gewonnen. Wie versprochen, hier ist der Preis. Ein Nugget, das kriegt man auch in der gelben Edition. Nachdem ich gesehen habe, wie du kämpfst, möchte ich sehen, wie es mir ergeht. Wie sieht's aus? Ich fordere dich heraus. Gut, das ist der letzte hier auf dieser Route. Ein Ass-Trainer, wir müssen aufpassen. Oder vielleicht auch nicht, denn das ist nur ein Rehorn. Aber das Level ist gut. Solche Trainer hätte man nur in Kanto einbauen sollen. Aber nein, die sind viel schwächer, die Trainer. Naja, egal, kann man nichts machen. Okay, ich würde sagen, Rihorn. Wir surfen mal eine Runde auf Rihorn drauf, ne? Wir benutzen den quasi als Surfbrett. Aber ich glaube, selbst wenn wir das machen würden, er würde sofort zu Boden fallen, denn er ist ein Stein-Typ. Okay, gut. Das nächste, Shellock. Die Entwicklung vom Wasserstarter von Kanto. Da nehme ich wieder Tornutto. Komm, das Austauschen, das dauert mir ein bisschen zu lange. Okay, und jetzt wieder dasselbe wie vorhin bei dem Aquana. Donnerschlag! Und es wird ein One-Hit-Kill, jede Wette. Yep. Sogar ein Volltreffer. Okay.
Dann noch ein Glutexo, das können wir mit Erdbeben killen. Die Entwicklung von dem Feuerstarter aus Kanto ist das. Und Erdbeben. Ja, und auch Glutexo hätten wir ohne Probleme gekillt. Das war der beste Kampf meines Lebens. Wie, ich habe deine Pokémon alle gewonnen-hittet. Der Kampf war großartig. Du und deine Pokémon seid ein perfektes Team. Ja, ich weiß, danke. Und es ist gut, dass wir Knuffenser noch bei uns haben. Denn hier ist ein Zerschneiderbusch. Und hier finden wir ein Protein. Ich glaube, das gebe ich X-Bat. X-Bat, wo ist X-Bat? Hier. Okay, das ist gut. Jetzt zieht X-Bat noch mehr ab. So, und hier ist Bills Haus. Küstenhaus, aka Bills Haus. Schauen wir mal rein. Kennst du Bill? Er ist mein Enkel. Er ist in Johto. Er kümmert sich um PCs und ich passe auf das Haus auf. Mein Enkel Bill hat mir von einem Pokémon mit einer langen Zunge erzählt. Hast du dieses Pokémon? Darf ich es sehen? Ja, in der Tat, wir haben das Pokémon aber nicht bei uns dabei. Dann würde ich sagen, wir gehen zurück nach Azure City. Ach ja, hier geht's übrigens nicht mehr weiter. Hier ist Ende im Gelände, wortwörtlich. So, ja. Diese rote hier, diese kleine Abkürzung, gibt's auch in der gelben Edition. Oder in der blauen oder in der roten, je nachdem, erste Generation halt. So, jetzt gehen wir wieder über die Nuggetbrücke und sind wieder in Azure City. Gut, dann nehme ich schnell das Pokémon mit und schaue schnell in die Arena rein. So, Pokémon oder Brief bewegen. Und Gold hat das Spiel gesichert. So, ich würde sagen, wir lagern Knuffenser wieder rein. Und holen uns Schlurp mit. Das Pokémon, was wir damals von der Route von Magaronia City oder wie er auch heißt, zum Eispfad gefangen haben. So, schauen wir mal in die Arena rein. Lesen wir uns erstmal das Schild durch. Pokémon Arena von Azure City. Leitung Misty. Die jungenhafte Meerjungfrau. Wer bist du? Das tut mir so leid. Du nicht verletzen, du okay. Ich wäre beschäftigt. Nicht Zeit für Reden. Nicht gut, wenn ich gehen. Ich gesehen werden. Oh nein, du mich schon hast gesehen. Ich großes Fehler gemacht. Hey du vergessen, dass ich mich gesehen. Ja, nur nicht sehen, hören und wissen. Tschüss. Und tschüss. Okay, ein Rocket. Unglaublich. Ich dachte, wir hätten Team Rocket einfach alle mal erledigt. Schauen wir mal nach, was hier ist. Eine Spule mitten in der Arena. Interessant, interessant. Hat wohl jemand verloren, keine Ahnung. Okay, dann schauen wir mal nach, wo der Rocket sich befindet. Aber zuvor holen wir uns, ja, zeigen wir dem Bild schnell das Schlurp oder Bills Vater, Großvater, whatever. Lalala, gute 24. Ein Zick. Hey du! Hey, Minimensch! Ich sein von Team Rocket! Sein aus fremde Land! Trainer 1 ich sein! Geglaubt, wenn nix Energie mehr, mache viele Panik bei Leute! Ja, nein, Auftrag sein, ich nick dir nix verraten! Doch wenn mich besiegen, ich sein lieb und dir verrate Geheimnis! Du Kind, lass kämpfen, lass uns! Ich glaube, das ist ein Russe. Ey, du, kämpfe, lasse uns. Erinnert mich damals an das Team Fortress 2 Let's Play. Da wo ich diesen Russen imitiert habe, den Heavy. Oh, ist das süß. Der Team Rocket
Fuzzi hat einen Goldbart. Oh, da kriege ich ja richtig Angst. Ist das nicht süß? Er versucht sich zu wehren. Ja, gut, wir haben ihm schon die Zunge ausgestreckt, weil als Zeichen, was wir von seinem Pokémon halten. Und jetzt würde ich sagen, wir machen einen kurzen Prozess, aber zunächst bereiten wir den Surfer noch ein bisschen Stärke vor. Und greifen mal mit Surfer. Okay, das war's. Den Rocket hätten wir besiegt. Den allerletzten Rocket im Spiel. Uff, nein, glauben nicht, dass ich kann. Stark sein, du sein. Ich nix Gegner für dich. Okay, verraten dir meine Geheimnis. Spule gestohlen von mir. Versteckt im Pokémon Arena der Azuria City. Wasser sein, gute Versteck. In Mitte von Pokémon Arena Wasser sein. Kennst du nicht, vergesse nicht. Besiege dir wird Team Rocket tun. Werden kommen aus Johto, mein Freunde rächen, sie werden tun. Was du sagen? Team Rocket nix mehr gibt, kaputt gemacht, du sagen? Oh nein, ich tun was jetzt, machen. Ich hab keine Ahnung. So, schau mal nach, was sich dort befindet. Hier, nördlich von Route. Naja, sag mir noch schnell dem Bill seinen, Bills Großvater oder Opa, oder Vater, whatever. Der ist schlürft. Hä? Warum musst du jetzt aussaugen und uns stören? Weißt du, wie man Menschen wie dich nennt? Plage, du hast richtig gehört, Plage! Willkommen bei Mitten im Leben. Oh, die Orden, die du hast. Sind das Arena-Orden? Aus Johto? Wenn du 8 hast, musst du gut sein. Okay, komm in die Pokémon-Arena von Azuria City. Ich freue mich, gegen dich zu kämpfen. Ich bin Misty, die Arenaleiterin von Azuria City. Gut, zeigen wir noch schnell Bills Vater, Großvater, das Pokémon. Mein Enkel, also Großvater, okay. Gut, man kann dem Bill seinem Vater mein Lieblings-Pokémon zeigen, Pummeluff oder auch Schlurp. Aber bei Pummeluff frage ich mich, hat Pummeluff eine lange Zunge? Egal, Schlurp. Ist das nicht niedlich? Das ist nett von dir. Danke, das ist mein Zeichen, das ist ein Zeichen meiner Anerkennung. Ein Ewigstein. Gut, man kann ihm noch mehr Pokémon zeigen und man kriegt dadurch alle verschiedenen Steine. Also falls ihr mal Steine wollt, hier findet man sie. Perfekt. Gut, dann gehen wir zurück nach Azuria City. Und haben noch Zeit für Misty, ich glaube ja. Vorher nehme ich noch wohin genau mit, denn Misty sollte man nicht unterschätzen. Ich habe schon einige Male gegen die verloren. Also ich glaube, ich speed ich. Dann nehme ich schnell wohin genau mit. Und jetzt lage ich Schlupp wieder rein. Und nehme unser Team-Pokémon mit dem höchsten Level. Wohin genau? Okay, und jetzt schaue ich mal schnell die Position meiner Pokémon an. Und ich würde sagen, ich setze Tornupto an erste Stelle, auch wenn es eine Wasserarena ist, aber egal. Tornupto, keine Donnerschlag. Gut. Schauen wir mal nach. Hier gibt es 2 Trainer. Hey du, Champion Spee, nachdem Misty weg war, bin ich auch los, um Spaß zu haben. Gut, ja, hier gibt es 2 Trainer nur, das ist gut. Dann haben wir noch Zeit für, in diesem Part. Ich habe bloß Angst, dass er unsynchron laufen wird. Klar. Erster, fang mich doch. Erster, das ist das Wort, was ich manchmal auf YouTube sehe, wenn ich mal ein neues Video anschaue in den Kommentaren. Interessant. Oh nein, es sind 3 Trainer, sehe ich gerade. Egal. Das dauert eh nicht lang.
Das erste Pokémon. Oh, ein Sepa. Ist das nicht süß? Tut mir ja schon fast leid, diese kleinen Baby-Pokémon. Also gut, ich tue jetzt mal für die Arena Donnerschlag an erste Stelle und greife an. Das war Sepa. Was kommt als nächstes? Oh, wohin genau trägt er den Erfahrungspunkte-Teiler? Habe ich vergessen. Noch ein Sepa. Ich würde das letzte von ihr ist ein Seemon. Das war Sepa Nummer 2. Und jetzt kommt ihr Seemon. Und Doppeldonnerschlag. Bäm, ins Gesicht. Ich glaube, diese Arena wird sehr kurz werden. Okay, Boardgen hätten wir besiegt. Das darf nicht wahr sein. Doch, das tut's. Gut, dann die nächste. Ich hoffe, meine elegante Art zu schwimmen zermürbt dich nicht. Nein. Okay, zwei Pokémon. Keine großen Gegner. Ein Golking, ist das nicht süß? Irgendwie sollte es jetzt in dem Part sehr häufig, ist das nicht süß? Ein Rayquaza, ist das nicht süß? Mann, mir wird schon langweilig. Alles One-Hits. Von einem Feuer-Pokémon. Und noch ein Golking. Das sollte ich langsam mal nachdenken, zu speeden. Weil das, ja, das ist ja eigentlich keine große Herausforderung, diese, ich sag jetzt mal, untalentierten Pokémon zu besiegen. Oh, du hast mich auch ohne viel Aufwand erledigt. Gut, die letzte Trainerin, abgesehen von Misty in der Arena. Es tut mir leid, dass ich so lange weg war. Lass uns anfangen. Was? Denkst du, du wärst Misty oder was? Heidi, Heidi, deine Welt sind die Berge. Okay, ich höre schon auf. Ich hasse das Lied selber, aber trotzdem. Okay, Donnerschlag. Aber ich muss sagen, Heidi habe ich früher, wo ich klein war, angeschaut. Keine Ahnung warum. Egal. Heidi hätten wir geschlagen. Ich gebe auf, du hast gewonnen. Gut, dann heile ich schnell unsere Pokémon. Auch wenn Tornotto keinen einzigen Schadenspunkt bekommen hat. Aber immerhin hat jetzt Tornotto wieder volle AP. Außerdem steht das Pokémon Center direkt neben der Arena. Gut, Misty. Ich kann mich noch damals erinnern, als ich gegen dich gekämpft habe. Haben sie wohl extra eingebaut in den gelben. Misty. Yeah. Stando. Da 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 X Abwehr. Sie gibt dem Stern ein X Abwehr. Und warum setze ich Egelsam in? Ich blöde. Ich warum setze ich Egelsam ein? Es ist doch scheiße. Rankenhieb. Und nochmal. Oh oh. Da 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 da. Rankenhieb. Einmal nach und dann hat sie ihr Sterndo ausgestarrt. Dann ist ihr Sterndo nicht mehr der Superstar. Tschüss, Sterndo, du bist down. Und Pika. Nee, Quatsch. Starmie ist ein härterer Gegner für Bisasam. Das heißt, ich wechsle sicher als halbe zu Pikachu. Sonderschock. Das bringt dir gar nichts. Sonderschock ist eine Spezialattacke.
so wenig. Scheiße. Scheiße. Was geht hier ab? Weh, setzt Blubstrahl ein. Weh, du setzt Blub... Strahl ein. 5 Fluch! Komm schon, Bisasam, das schaffst du. Ich glaube an dich. Oh, 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 oh. Komm schon, drückt alle Daumen für meinen Bisasam. Alle da draußen. Die YouTube schauen. Ah! Gut, gut, ich muss improvisieren, Tackle. Nein, nicht du! Ai, wo ist der Äther? Wir haben doch im Mondberg ein Äther gefunden, aber wo ist er? Oh Gott, ein Tackle und wir haben die Arschkarte gezogen oder wie zusammen. Wobei, wir haben noch einen Tauboga. Fail. Ey, man kriegt so rum, oh, wir werden verlieren. Und dann, dabei haben wir hier noch einen Tauboga. Ist ja lustig. Und verpiss dich. Yeah. Und Level 16. Wow, du bist sehr gut. Alles klar. Ich habe dich erwartet, du Nervensäge. Du hast zwar viele Orden aus Johto, aber unterschätzt mich lieber nicht. Meine Wasser-Pokémon sind hart. Okay, die Arenaleiterin Misty. Ein Entoron ist ihr erstes Pokémon. In der TV-Serie hat sie einen Enton. Anscheinend hat es sich entwickelt. Donnerschlag! Oha, und damit hat sie nicht gerechnet. Gut, ich glaube, es gibt ein Level-Up. Na, noch nicht ganz, aber fast. Ich wette bei dem Starmie... Oh, Morlord. Verdammt, bei Morlord können wir nicht mit Donnerschlag angreifen, weil Morlord ein Boden-Pokémon ist. Okay, da muss ich hier improvisieren. Ich glaube, ich nehme nach Pacha. Und greife an mit Hyperstrahl. Dann hat sich die Hälfte ab. Okay, Amnesie erhöht die Spezialverteidigung, aber ich glaube, dass Hyperstrahl als normale Attacke ein normaler Angriff ist. Hyperstrahl! Nein! Geht daneben! Egal! Dann greif immer mit Hyperstrahl! Ich hab's euch gesagt, Amnesie wollte ich sagen. Amnesie funktioniert nicht, jetzt weiter. Lapras, da können wir Tornado einsetzen wieder. Das ist das Pokémon, was ich eigentlich ins Team nehmen wollte, anstelle von Gyarados. Deswegen sollten wir vorsichtig sein. Es ist ein Eis- und ein Wasser-Pokémon. Donnerschlag! Ah, es hat die Attacke überlebt. Nein, Surfer! Scheiße! Und Regentanz ist auch noch aktiv. Oh Gott, das ist nicht gut. Das ist nicht gut! Donnerstoff! Nein! Okay, du lebst doch. Donnerschlag! Ich wusste erst, du kannst den Surfer überstehen. Ich habe keine Sekunde an dich gezweifelt. So. Unsere Ingenau kriegt auch ein Level up, doppeltes Level up, wow, diese stärksten Pokémon kriegen ein Level up. Gut, Starmie, ein Psycho-Wasser-Pokémon. Das ist auch das Pokémon, gegen das wir damals in Gabe Let's Play gekämpft haben, als
dein stärkstes Pokémon von dir. Haben die, glaube ich, damals mit Pikachu locker gekillt, wenn ich mich erinnern kann. Also genau weiß ich jetzt nicht mehr runter, ob du überlebt die Attacke jetzt nicht. Hat aber trotzdem brav gekämpft und tapfer, Tanopto. Okay, du hast dir eine Pause verdient mit dem Pokéball und ich lasse Alpaul jetzt den Rest erledigen. Und jetzt nutze ich die Psycho-Schwäche, den Psycho-Typ von Starmie. Verdammt, ich nuschel wieder ein bisschen. Oder ich stotte wieder, whatever. Und greife an mit Spukball und es wird die Sache jetzt beenden. Gut, und Misty hat mir gesiegt. Du bist wirklich gut. Ich gebe zu, dass du sehr geschickt bist. Hier hast du den Quellorden. Ja, und jetzt haben wir unseren 12. Orden. Halbzeit. Gibt es viele starke Trainer wie dich in Johto? Nein, alles Nieten. Ich würde nicht nach Johto gehen. Hier gibt es schwächere Trainer als hier in Kanto. Eines Tages werde ich mich aufmachen und gegen einige ausgebildete Trainer kämpfen. Aber nicht in Johto, ich kann dir nur vorwarnen. Es sind alles Schnieten mit Level 20er Pokémon. Hier sind sie ja noch einigermaßen gut, die Trainer. Level 30 haben sie im Durchschnitt alle. Aber in Johto ist es ein Kinderquatsch. Kinderkram, Kinderquatsch, whatever. Gut, dann nehme ich Knofensa jetzt wieder mit. Natürlich lagere ich wieder wohin genau in die Box rein. Okay. Und dann machen wir uns wieder auf den Weg ins Kraftwerk, denn wir haben ja jetzt das fehlende Teil. Das können wir dort abliefern, sodass der Magnetzug wieder funktionieren wird. Und auch das Radio-Dingens im Pokémon-Turm. Gut, ich mache hier jetzt das Stopp und dann melde ich den Part und dann geht's im nächsten Part weiter. Also, schönen Tag euch noch. Ciao, Leute.